Guten Tag. Guten Tag, liebe Freunde der direkten Demokratie und der Meinungsfreiheit. Ich begrüße euch recht herzlich heute hier auf dem Neumarkt. Herzlich willkommen zu unserer ersten Kundgebung der direkten Demokratie für Europa. Bevor wir beginnen, muss ich erst ein paar organisatorische Dinge erwähnen. Ich weise auf das strikte Alkoholverbot hin, auf das Verbot zum Mitführen von Hunden sowie auf das Verbot zum Mitführen von Glasflaschen und anderen Gegenständen, welche splittern können. Weiterhin bitte ich euch, den Anweisungen der Ordner und der Polizei Folge zu leisten. Ich möchte auch hier jeden Einzelnen bitten, heute Ordner zu sein, um Störern und Schreihälse keine Chance zu geben. Ich weiß, dass viele von euch große Hoffnungen in Pegida gesetzt haben und im Moment enttäuscht sind von der derzeitigen Situation. Viele fragen natürlich berechtigt nach dem Warum. Warum hat sich Pegida getrennt? Ich möchte hierzu noch einmal kurz Stellung nehmen, um Missverständnisse, Anschuldigungen und Vorurteile aus dem Weg zu räumen. Mit reinem Gewissen kann ich euch heute hier sagen, dass alle ausgeschiedenen Orga-Mitglieder der Pegida e.V. von Anfang an aus Überzeugung und voller Tatendrang zu 100% hinter den Zielen von Pegida gestanden haben. Uns und vor allem mir sind diffuseste Unterstellungen nach unserem Austritt angetragen worden. Und ich kann euch versichern, dass weder eine massive Bedrohung noch berufliche Nachteile, auch keine Bestechungsgelder aus Politik und Wirtschaft der Grund dafür waren. Auch wenn Berliner Facebook-Verschwörer von Bewegung für direkte Demokratie in Europa und einige NPD-Anhänger, auf deren Unterstützung wir hier nochmals ausdrücklich verzichten, der anderer Meinung sind. Es macht mich ausdrücklich traurig, dass diese Leute durch die Veranstaltungen von Pegida wieder eine Plattform in unserem Land erhalten haben. Und vor allem haben mich diejenigen enttäuscht, welche zu den Pegida-Demos laut Lügenpresse skandierten und jetzt ihren Horizont durch Behauptungen dieser erweitern. Wir und ich denke, dass ich für alle ehemaligen und noch Pegida-Orga-Mitglieder sprechen kann, mussten feststellen, dass zwar die Ziele die gleichen waren, aber der Weg und die Mittel, diese Ziele zu erreichen, nicht mehr dieselben sind. Als Politikerinteressierter stellt man sich vieles wesentlich einfach vor, als es dann auf dem Parkett der Politik Profis wirklich ist. Und man muss sich sehr gut überlegen, mit wem man Bündnisse eingehen kann, da im Endeffekt die meisten Wohlgesonnenen in Anführungsstrichen Vielversprecher nur ihr eigenes Interesse durchsetzen wollen und das leider nur auf dem Rücken derer, die ihnen gutgläubig folgen. Aufgrund der Erfahrungen, die wir in den letzten Wochen und Monaten sammeln durften und mussten, sind wir zu der Erkenntnis gekommen, dass die Regierung nicht wirklich Interesse daran hat, ihre eingefahrenen Strukturen zu ändern. Auch wenn Herr Ulbisch der Meinung ist, dass die vielen Gesprächsmöglichkeiten, welche wir natürlich grundsätzlich befürworten, als Annäherung zum Volk ausreichen. Nach dem Motto, wenn wir euch nur lange genug unsere Politik erklären, werdet ihr es früher oder später schon verstehen. Nein, werte Herr Ulbisch und werte Frau Merkel, das Volk will in die Entscheidungen mit einbezogen werden und das nicht nur alle 4 Jahre. Wenn man als Politiker feststellt, dass sich eine enorme Macht aus dem Volk entwickelt hat, versucht dieser, nachdem man sie nicht mehr verunglimpfen kann, genau diese Macht für sich zu nutzen. Es finden Gespräche statt, die Ihnen im Traum vorher nicht eingefallen wären. Aber Achtung, vorrangig mit dem Hintergrund seines Nutzens. Und wenn dann genau diese Macht sich in die falsche Richtung entwickelt,
kann dieser Politiker wieder auf das schimpfen oder gar versuchen, in ein schlechtes Licht zu rücken, um wieder eine saubere Weste zu haben. Beispiel: Herr Ulbich stellt fest, dass wenn er zum Oberbürgermeister in dieser Stadt gewählt werden möchte, die vielen Pegida-Anhänger nicht länger beleidigen kann. Also entschuldigt er sich für seine Äußerungen und bietet Gespräche an. Nach dem Rücktritt von 6 Pegida-Oga-Mitgliedern passt es natürlich wunderbar, wenn in der Presse spekuliert wird, dass er Einfluss darauf gehabt hätte, was ja nun wirklich völliger Unfug ist. Denn wie die DDVE und Pegida sind immer noch da. Auf die Veröffentlichung unserer Korrespondenzhäufigkeit per Telefon und SMS, Herr Ulbich, wird vernünftig denkende Bürger nicht in ihr Fahrwasser treiben können. Auch die Aussage von Herrn Lucke, dass ich einen Aufnahmeantrag bei der AfD gestellt hätte, soll nur den alleinigen Zweck dienen, uns, vor allem mich, unglaubwürdig zu machen. Und ich möchte nochmals hier betonen, ich habe keinen solchen Antrag gestellt. Wir müssen uns eines bewusst werden. Der Grund für die unzähligen Missstände in unserem Land sind keine Religion, keinem Migrant oder Großkonzern zuzurechnen. Einzig und allein unsere Regierende tragen die Verantwortung dafür. Denn es lag nur in ihren Händen, regulierend einzugreifen. Und das, da sind wir uns sicher alle einig, haben sie nicht getan. Und wir alle hier in Deutschland, die wir hier in Deutschland leben, sind die Leidtragenden. Deshalb, liebe Bürgerinnen und Bürger, unterstützt unseren Verein Direkte Demokratie für Europa. Ja, für Europa. Denn die Entscheidungsgewalt der einzelnen EU-Mitgliedstaaten liegt nun mal größtenteils in Brüssel. Jeder Bürger eines EU-Mitgliedstaates soll die direkte Demokratie auf Regierungsebene haben. Denn nur so kann deren Souveränität wieder erreicht werden und das Volk wieder eine echte Stimmgewalt erreichen. Wir werden in Deutschland mit so vielen wichtigen Entscheidungen übergangen, sei es TTIP, CETA, Einwanderungsgesetz oder sogar die EU-Mitgliedschaft, welche sehr viele Bürger nicht mehr wollen. Bei all diesen Entscheidungen bleibt der Bürger außen vor und hat keine Chance auf Mitsprache. Wir fordern die direkte Demokratie auf Bundesebene, denn nur so kann das Volk aktiv an wichtigen nationalen und internationalen Entscheidungen teilhaben. Wir, die direkte Demokratie für Europa, möchten einen Vorschlag unterbreiten. Wir haben vor, Gesprächsrunden nach Vorbild des Landes, der Landeszentrale für politische Bildung ins Leben zu rufen. Wir verstehen uns als Sprachrohr des Volkes und wir möchten, dass das Volk auf unseren Veranstaltungen in Zukunft zu Wort kommt. Während der Gesprächsrunden können Bürger Themen vorstellen, welche sie bewegen. Es wird unter allen Teilnehmern mehrheitlich abgestimmt, wer mit welchem Thema zur nächsten Veranstaltung sprechen darf. Ich finde es eine gute Möglichkeit, Sorgen, Ängste und auch Vorschläge der Verbesserung anzubringen. Wir fangen wieder ganz von vorne an und das ist uns bewusst. Wir wissen auch, dass viele durch die vergangenen Tage verunsichert sind. Aber allen sollte bewusst sein, dass sich nur durch den Einsatz des Volkes etwas ändern wird. Wir haben ein Punkteprogramm aufgestellt, was ich euch mal kurz vorstellen möchte. An oberster Stelle soll einfach die direkte Demokratie stehen. Das Volk muss seine Stimme auf Bundesebene bekommen. Volksbegehren, Volksentscheide oder europäische Bürgerinitiativen wären geeignete Mittel dafür. Als zweites haben wir uns auf die Fahne geschrieben, die Meinungsfreiheit. Artikel 5 im Grundgesetz. Die Meinungs- und Informationsfreiheit muss Grundlage einer pluralistisch-demokratischen Gesellschaft sein und darf dem Einzelnen nicht zum persönlichen Nachteil gereichen. Ja.
Als drittes haben wir die innere Sicherheit. Die Sicherheit ist die Stütze der Freiheit. Darum keine Kompromisse bei dem Thema innere Sicherheit. Forderung: Rücknahme der Polizeireform 2020. Eine hohe technische und personelle Ausstattung von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst darf nicht von der aktuellen Finanzlage abhängig sein, sondern muss sich klar an der Aufgabenstellung orientieren. Eine tragende Säule der genannten Bereiche ist auch das Ehrenamt. Ihr habt es ja mitbekommen, ganz aktuell in Leipzig, die Leipziger Legida-Demonstration ist verboten worden. Der Grund dafür soll mangelnde Polizeieinsatzkräfte sein. Damit wird der Artikel 8 Grundgesetz Versammlungsfreiheit in Gefahr gebracht. Und ich denke, das gehört nicht in unsere Gesellschaft. Das habe ich nicht gesagt. Als vierter Punkt: Einwanderungsgesetz und Asylreform. Ein Einwanderungsland braucht dringend auch ein qualitatives und zeitgemäßes Einwanderungsgesetz. Eine Reform des Asylverfahrensgesetzes ist zwingend notwendig. Fünfter Punkt, ganz wichtig: Renten- und Familienpolitik. Die Entscheidung zwischen Kinder und Beruf darf in einer modernen Gesellschaft keine Frage sein. Keine Altersarmut. Jahrelange Arbeit verdient Respekt und Anerkennung. Ein weiter wichtiger Punkt, für den wir uns einsetzen wollen, ist die Friedenspolitik. Die Kriegstreiberei gegen Russland trägt nicht zur Stabilität des Friedens in Europa bei. Deshalb: Beendigung aller Sanktionen. Auch Waffenlieferungen in Kriegsgebiete sind keine Lösung für eine friedliche Koexistenz. Und als siebten Punkt, den wir noch für ganz wichtig empfinden, wo absolut über die Köpfe des Volkes entschieden wird, ist das TTIP. Für eine gerechte Weltwirtschaft, Freihandelsabkommen stoppen. Das Freihandelsabkommen hat folgende Auswirkungen auf Deutschland. Das ist ein Angriff der Konzerne auf die Demokratie. So lassen sich die derzeit verhandelten Freihandelsabkommen der EU mit der USA, TTIP und den Kanada, die CETA, zusammenfassen. Verhandelt wird geheim, Konzerne sollen Sonderklagerechte erhalten, Standards für Arbeit, Sozial-, Umwelt-, Daten- und Verbraucherschutz könnten aufgekündigt sowie öffentliche Dienstleistungen und Kulturgüter dereguliert werden. TTIP und CETA enthalten Investor-Staat-Schiedsverfahren und Regelungen zur regulatorischen Kooperation, die Demokratie und Rechtsstaat zugunsten von Wirtschaftsinteressen aushöhlen oder sogar aushebeln können. Profitieren werden dabei vor allem nur große Konzerne zum Nachteil aller. Im Klartext heißt das: Kanadische und US-amerikanische Firmen sollen das Recht erhalten, Staaten auf Schadensersatz zu verklagen, wenn ihnen Profite durch Entscheidungen des Staates entgehen. Es würde schwerer werden, unsere Standards für Lebensmittel, Arbeitnehmerrechte, Umwelt- und Verbraucherschutz aufrechtzuerhalten oder diese gar zu erhöhen. Die EU und ihre Mitgliedstaaten werden unter Druck gesetzt. Risikotechnologien wie Fracking oder gentechnisch veränderte Organismen zu erlauben. Liberalisierung und Privatisierung sollen zur Einbahnstraße werden. Das darf nicht sein. Was kann man noch dagegen tun? Mit einem europäischen Bürgerinitiative kann die EU-Kommission zu einem Rechtsakt aufgefordert und eine Anhörung im Europäischen Parlament erzwungen werden. Für eine erfolgreiche europäische Bürgerinitiative werden 1 Million Unterschriften benötigt. Gleichzeitig muss in 7 Mitgliedstaaten das sogenannte Länderquorum überwunden werden. In Deutschland sind es ab Juli 2014 beispielsweise 72.000
Unterschriften. In Frankreich 55.500, im Vereinigten Königreich und in Italien 54.750. In Estland, Malta, Luxemburg und Zypern 4.500 Unterschriften. Die Höhe des Quorums richtet sich nach der Zahl der Abgeordneten des jeweiligen Landes im EU-Parlament. Die bisher bekannteste europäische Bürgerinitiative war Right to Water. Ihr war es gelungen, dass die Liberalisierung der Wasserversorgung aus dem Anwendungsbereich der EU-Konzessionsrichtlinien gestrichen wurde. Wir werden euch zeitnah auf unserer Facebook-Seite Direkte Demokratie für Europa informieren, wo ihr eure Stimme abgeben könnt. Es werden ungefähr 2 Millionen Stimmen gebraucht. Es sind, glaube ich, zurzeit 1,5 Millionen. Wir müssen einfach etwas tun. Und wenn jeder Bürger wirklich in sich dazu durchringt, dahingehend sich zu informieren, Unterschriften zu leisten, haben wir noch eine Chance. Weil wenn dieses Gesetz in Deutschland Einzug erhält, dann können wir eigentlich hier alle einpacken. Ich denke, das ist hier jedem bewusst. Ich bitte euch wirklich, informiert euch über unsere Facebook-Seite und leistet eure Unterschrift. Es ist zum Wohle aller. Ich würde jetzt an unseren René abgeben, der hier mich jetzt mal hier ersetzt. Hallo erstmal. Fast auf den Tag genau vor 16 Wochen haben wir mit Pegida hier auf diesem Platz gestanden. Ich kann mich genau noch daran erinnern. Wir waren 10 Minuten bevor wir angefangen haben, ca. 50 Leute und waren dann irgendwann 350 Leute. So haben wir angefangen. Wir haben zwar heute für 5.000, es wird auch sicher, werden sicher auch die Medien sagen, für 5.000 Leute angemeldet. Die sind wir natürlich nicht, ja, aber ich denke mal, knappe 1.000 werden wir erreicht haben und wir freuen uns total, dass ihr hier alle gekommen seid. Ich wollte noch mal einen kurzen Rückblick auf Pegida machen. Natürlich haben wir uns irgendwann Anfang Oktober vergangenen Jahres zusammengefunden. Die Gründe sind ja hinlänglich bekannt. Hatten damals auch ein Positionspapier erstellt. Zu diesem Positionspapier haben wir auch bis zum Schluss gestanden, dass über diesen großen Zeitraum von 16 Wochen es natürlich bei uns intern auch viele Reibungspunkte im Orga-Team gab, ist, glaube ich, menschlich. Dass es zu der Trennung gekommen ist, ist, glaube ich, auch nicht irgendwo verwunderlich, weil wir sind alles Leute zwischen 37 und 55, die irgendwo im Leben stehen, jeder seine Meinung hat. Es ist schade, dass es so gekommen ist, aber es ist, glaube ich, auch nachzuvollziehen. Die Gründe hierfür hatte die Katrin und auch ich in verschiedenen Pressemitteilungen weiter kommuniziert. Es war also leider so, dass wir mit Leipzig nicht mehr weiter leben konnten, weil wir dort große Probleme hatten, weil Leipzig dieses Positionspapier von Pegida nicht übernommen hatte. Und eben die Geschichte mit Lutz Bachmann, der sehr, sehr viel auch für Pegida getan hat, das muss ich hier nochmal eindeutig sagen, ja. Wir haben aus unserer Sicht, glaube ich, auch richtig gehandelt, dass wir nicht am selben Tag wie Pegida auf die Straße gehen, weil Pegida soll bitte nach wie vor auf die Straße gehen, ja, wir wünschen uns natürlich auch, dass morgen dort sehr, sehr viele Leute da sind. Und wir wissen natürlich auch, dass heute viele hier sind, die dann morgen auch bei Pegida sind. Und das ist auch in Ordnung so. Ich wollte noch mal einen kleinen Rückblick. Warum ist das so gewesen, dass wir jede Woche verdoppelt hatten?
Ja, also es ist, ja, wir haben angefangen irgendwann am 20. Oktober, da waren wir 350, dann waren wir irgendwann 700, dann waren wir 1500 und es ging immer so weiter. Warum ist das so gewesen? Zu dem Zeitpunkt ist es natürlich so gewesen, dass viele Leute zu uns gekommen sind. Dann am nächsten Tag in den Medien letzten Endes Dinge gelesen haben, die nicht zutreffend waren. Die haben das natürlich dann ihrem Nachbarn erzählt, ja, oder ihrem Freund oder ihrem Kegelbruder.